Hey Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video und mit einer neuen Frisur, wie man sehen kann. Bevor ich das jetzt vergesse, möchte ich drei Leute grüßen, die im letzten Video kommentiert haben, und zwar Rocker Cooper, Big Ben K und Melek Börekje. Falls ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann kommentiert einfach unter diesem Video eure Lieblingsstelle. Und ja, ich weiß, ich war jetzt eine längere Zeit inaktiv, aber ich werde jetzt wieder aktiver. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe einen Zweitkanal, einen Shorts-Kanal, und da lade ich täglich hoch. Also, abonniert mich da gerne, und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn jetzt und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Und checkt auch gerne meine Social Media Links in der Beschreibung ab und folgt mir vor allem auf Instagram. Wie immer, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und Kinder, seid ihr auf die letzte Prüfung gut vorbereitet? Sagen wir es mal so, ich habe den Stift, den ich zu Hause beim Lernen benutzt habe, mitgebracht. Mit der Hoffnung, dass er sich mehr gemerkt hat als ich. Na gut, dann hoffe ich das Beste für dich. Natürlich für euch alle. Ich teile dann jetzt aus, bitte alles nicht prüfungsrelevante vom Tisch wegnehmen. Wo ist die Angst vor der Prüfung? Hier ist die Angst vor der Prüfung. Wo ist die Angst vor der Prüfung? Hier ist die Angst vor der... Aha! Hier ist die Angst vor der Prüfung. Das war dann wohl mein Angstschiss. Bitte erst umdrehen, wenn ich es sage. Ene, mene, Meise. Jetzt. Die Prüfung wird scheiße. Hey, positiv denken. Positiv denken. Positiv denken, positiv denken, positiv denken. Schöne Scheiße. McDonald's, Hartz IV, obdachlos. Psst, mach dich an die Aufgaben ran. Annyeonghaseyo, jachinisseyo, tadasuno, tanikinitina, otadasuneyo. Herrgott, was quasselst du denn da vor dich hin? Sie haben doch gerade noch gesagt, dass ich mich an die Aufgaben ranmachen soll. Da habe ich versucht, dieselbe Sprache wie die Prüfung zu sprechen. Red doch jetzt kein Blödsinn. Wieso? Stelle ich etwa eine Konkurrenz für Sie dar? Entschuldigung? Entschuldigung nicht angenommen. Was sind das bitte für Aufgaben? Das sind ganz normale Aufgaben und Fragen, die wir Sie auch im Unterricht behandelt haben. Was hast du denn das ganze Schuljahr gemacht? Japanische Filme ohne Untertitel geschaut und japanische Hörbücher gehört. Dann hättest du wohl weniger davon tun sollen. Ich habe gerade von Ihrem Unterricht geredet, dann hätte ich wohl weniger Ihr Unterricht besuchen sollen. Leg jetzt los, sonst wirst du nicht fertig. Keine Sorge, bevor ich die Prüfung fertig mache, macht die Prüfung mich fertig. Ich check die Aufgaben nicht. Fang doch einfach erstmal bei den Aufgaben an, bei denen du die Antwort halbwegs kennst. Ich sollte ja bei den Aufgaben anfangen, bei denen ich die Frage halbwegs verstehe. Ich weiß einfach gar nichts. Doch, ein was weißt du. Was denn? Na, dass du nichts weißt. Hey ihr zwei, es wird miteinander nicht geredet. Junge, was verdeckst du gleich deine Antworten? Ah, hier, ich verdecke auch meine. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich meine Antworten verdecke, damit du nicht abschreibst. Du verdeckst deine Antworten, damit keiner sieht, wie dumm du bist. Ich kann dir gerne noch einen Unterschied sagen. Ich bin gerade bei Aufgabe 6 und du, ich weiß, wo du bist. Am Arsch. Du kannst mich mal, ihr könnt mich alle mal. Huh? In der Prüfung unterstützen. Ich dachte, in die Schule zu gehen ist wie Flaschen öffnen. Eine Flasche hilft der anderen. Nein, Alper, es hilft dir keiner. Lass deine Mitschüler endlich in Ruhe und fang endlich an, okay? Okay, ich fang an. Was soll das denn jetzt werden? Ich verhau die Prüfung im wahrsten Sinne des Wortes. Warum das denn? Weil ich nun mal alles verhau, was mich provoziert. Okay, okay, probier's mal so. Aufgabe 1. Bei der Gleichung. Was ist dein erster Gedanke? Schule abbrechen. Ist dir eigentlich bewusst, dass wenn du die Prüfung verhaust, womöglich sitzen bleibst? Sie sagten ja, ich soll positiv denken, also muss ich aus jeder Sache das Positive rausziehen, oder? Ja, das stimmt. Gut, dann ziehe ich auch daraus das Positive. Wenn ich schon vom Fußballverein kein Stammspieler werden kann, dann wenigstens von der Schule. Wow, unglaublich. Ich habe dir doch vorhin zwei Unterschiede genannt. Ich kann dir gerne noch einen dritten sagen. Ich will ihn gar nicht hören. Ich gehe kostenlos zur Schule, du offensichtlich umsonst. Kann man gehen, wenn man fertig ist? Ja, kann man. Vorausgesetzt, man ist fertig. Aber du bist doch noch gar nicht fertig. Doch, bin ich. Und zwar mit euch allen. Ich gebe ab. Du kannst doch nicht so früh aufgeben. Warum? Mein guter Krieger weiß nämlich, wann er eine Schlacht verloren hat. Überleg es dir bitte gut. Kennen Sie den Spruch von Julius Caesar, mit dem er Geschichte geschrieben hat? Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. Ich schreibe heute auch Geschichte mit einem ähnlichen Spruch. Veni, vidi, violini. Ich kam, sah und vergeigte. Oder warte. Wenn du schon so viel weißt,
Hier, löse meine Aufgaben gleich mit.